Coronaviren sind eine relativ alte Klasse, große Klasse an Viren, die verschiedene Wirte befallen können, also Tiere beispielsweise. Und einige Arten können auch Menschen befallen. So auch jetzt das neue Coronavirus offensichtlich. Das Coronavirus wird in der Regel assoziiert mit eher milden Krankheitssymptomen, mit beispielsweise Infektionen der Atemwege. Das neue Coronavirus scheint auch zum Teil etwas stärkere Symptome, also auch eine tiefere Infektion der Atemwege, der sogenannten unteren Atemwege, und somit Lungenentzündungen auslösen zu können. In der Regel sind die ersten Anzeichen fiebrige Erkrankungen, leicht fiebrige Erkrankungen. Und was das Ganze so schwierig macht, gerade jetzt im Januar in der Grippezeit, ist halt, dass die ersten Symptome sehr grippeähnlich sind. Generell kann man sich natürlich immer vorschützen vor Infektionserkrankungen, die über Tröpfcheninfektionen übertragen werden, durch die ganz normale Hygiene, die man auch so im Alltag quasi einhalten sollte. Heißt, ganz wichtig ist immer die Händehygiene. Wenn ich in größeren Mengen bin, ist natürlich wichtig, auch eine sogenannte Nieshygiene einzuhalten, also sich wirklich in die Ellenbeuge zu niesen und nicht in die Hand und als nächstes irgendwie auf eine Türklinke greifen. Umgekehrt, auch wenn ich irgendwo was angefasst habe, mir nicht ständig an die Nase oder in die Augen oder an die Schleimhäute allgemein zu fassen. Das ist aber völlig unabhängig jetzt vom Coronavirus, sondern das gilt eigentlich generell. Wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie zum Beispiel Kontakt hatten zu einer möglichen Coronavirus-infizierten Person oder wenn Sie von einer Reise wiedergekommen sind mit irgendwelchen Krankheitszeichen, dann ist es natürlich wichtig, dass erstmal abgeklärt wird, wenn Sie wirklich krank sind, sollten Sie immer einen Arzt aufsuchen. Und das ist auch völlig unabhängig davon, ob Sie befürchten, Coronavirus zu haben oder sonst irgendeine andere Erkrankung der Atemwege. Wenn Sie sich einfach unsicher sind, wenn Sie sich völlig gesund fühlen beispielsweise, dann können Sie immer bei uns anrufen im Gesundheitsamt. Wir haben aber auch der Einfachheit halber häufig gestellte Fragen zusammengestellt. Die finden Sie bei uns auf der Internetseite auf essen.de/gesundheit.